Hallo, das ist Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rote Edition. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Arena, denn dort wartet Erika auf uns. Am Pokémon Blümchen, Zerschneider. So, wir haben den Zerschneider eingesetzt. Vor der Arena sollte ein notgeiler Opi stehen, wenn ich mich nicht irre. Hallo, notgeiler Opi. Na? Was machst du da? Hey, diese Arena ist voller Frauen. Bist du überhaupt ein Junge? Nee, du bist eine Frau, ne? Keine Ahnung. Hallo. Nein, ein Trainer. Hey, du darfst hier nicht hinein. Sagt wer? Hä? Sagt wer? Göre möchte kämpfen. Göre setzt Knofense ein. Level 23. Tja, 10 Level drüber. Ja, passt. Wir werden diese Arena wohl fast ausschließlich mit unserem Lunas machen, ein Wickel. Nein. Danke. Entschuldigung. Ich wusste nicht, wie lange das geht. Das kann ziemlich ätzend werden. Lunas erreicht Level 34. Utrigaria. Damit kann ich auch leben. Leider lernt unser Lunas erst sehr, sehr spät. Flammenwurf. Es ist ein bisschen nervig, aber was soll's. So, damit wäre halt auch das Utrigaria kaputt und wir hätten die Göre besiegt. Sei nicht so grob zu mir. Na, und du, Fräulein? Du bist eine Schönheit, ne? Mir wurde es schon langweilig. Mir wurde schon langweilig, ja. Gut. Schönheit möchte kämpfen. Schönheit setzt Myrapla ein. Lunas! Mach's fertig. Ja, fast, ne? Nein, nein, das ist ja ätzend. Oh, das ist ja so ätzend. Oh, damit kann ich leben. So, Myrapla wurde besiegt. Ein Knofense. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Es wickelt mich natürlich. Warum auch nicht? Und es greift weiter an Wickel. Warum auch nicht? Ah, das Headset tut gerade mein Piercing weh. Das ist nicht nett. Böses Headset, hör auf. Hör auf. Hör auf. Das tut weh. Das tut weh. Okay, geht wieder. Das Headset hat was gegen mein Piercing, glaube ich. Oh Gott, jetzt juckt zwar mein Piercing. Das ist auch nicht gut. Da komme ich nicht dran. Da komme ich nicht dran. Ah, ich verschiebe das ganze Mikro dabei. Jetzt ist mal gut hier, ne? So, jetzt habe ich auch drum gekratzt. Jetzt geht das alles wieder. Jetzt, danke. Nein. Oh. Sag mal! So, was hast du nun davon? Nein, interessiert mich nicht. Ich bin wütend, es wird vorgespult. Gott! Das wäre nicht auszuhalten. So, was haben wir noch? Wir haben ein Paraheiler. Meine Güte. So, das macht man nicht. Hallo. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Ja, das will ich mal sehen. Zeig mir das doch mal bitte im Pyrus Arena, wie du die ohne Mühe trainierst. Nicht? Oh, schau. Knofense, so. Jetzt aber. Liebes Lunas. Kümmer dich sorgfältig um dieses Knofense. Oh, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Ich glaube es nicht. Ich habe keine Gegengifte dabei. Wo hat der mich denn? Jo. Da ist ein Body Slam. Warum Body Slam ich dich? Damit du tot bist. So, dann krieg ich kein HP abgezogen in dem Gift. Aber wenn ich hier da rumlaufe, krieg ich das. So, gegen dich möchte ich auch noch kämpfen. Alles an XP mitnehmen, was geht. Das ist immer am besten. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Visa Sam ein. Ein Body Slam. Das ist irgendwie hart, dass es mehr Schaden macht anscheinend als eine Glut. Visa Knosp. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Und? Bist du jetzt auch tot? Ja, Volltreffer wieder. Visa Knosp wurde besiegt. Yay! Yeah. Ich bin schockiert. Das ist. Ja, Pech. Das ist Pech. Zerschneider. So, nächster Trainer.
Bring ja bloß keine Käfer- oder Feuer-Pokémon hierher. Ach, wieso denn nicht? Erzähl mir das mal. Göre möchte kämpfen. Göre setzt Myrapla ein. Los, Dunas. So, 12 Stück hast du davon noch. Na, dann hau mal rein. Verdammt, das ist nicht wahr. Ist es wenigstens... Nein, natürlich ist es auch nicht paradisiert. Gut. Damit wäre das Myrapla erledigt. Du, Flora. Ja, super. Nein. Könnte ich bitte wieder einen Volltreffer landen? Na, verdammt. Absorber. Ja gut, das tut mir wie gesagt nicht sonderlich weh. Dann kann ich es auch totbluten. So, das wäre erledigt. Göre wurde besiegt. Du, Grobian. Ja, natürlich. Immer ich. Willkommen in der Pokémon-Arena von Prismania City. Unterschätze niemals die Girl-Power. Ach stimmt, ja, hier gibt es wirklich nur Mädchen drin. Ja, das ist... Ja, es ist schon was, ne? Trainerin möchte kämpfen. Trainerin setzt Ultrigaria ein. Dunas! Glutes! Mach bitte einen Volltreffer oder sowas. Ach. Gut. Immerhin hast du auf mich gehört. Ein Duflor. Noch ein Volltreffer. Wie wär's damit? Nein, schade. Absorber. Ja, nee. Das finde ich jetzt nicht ganz so klasse. Aber wenigstens kriege ich dich jetzt tot, falls du nicht wechselst. Nein, tust du natürlich nicht. Gut. Damit wärst du besiegt. Level 35 für unser Dunas. Das Ultrigaria kommt wieder. Das ist aber auch mit einer Glut dahin. So. Und ein Visa-Knosp noch. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Da setze ich jetzt mal Body Slam ein, der Hoffnung, ich lande in den Volltreffer. Nein, natürlich nicht. Immerhin habe ich es paralysiert. Es ist paralysiert, das ist doch mal was. Dann beiß es mal. So, damit wäre das auch erledigt. Ich habe verloren, Jan. Nee, sag an. Ach, da ist ja noch einer. Ich dachte schon, es kommt Erika, verdammt. Ich habe die Ehre. Ich liebe Pokémon-Kämpfe. Ja, meine liebe Schönheit, und ich liebe es, dich fertig zu machen mit einem vergifteten und 30 KP nur noch besitzenden Fukano. Ein Oval. Das könnte gefährlicher werden. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Nein. Na gut, Staccato ist nicht ganz so gefährlich. Wenn es nicht oft trifft. Ja, ist gut jetzt. Oh, ich mag dieses Didin nicht. Es geht mir auf die Nerven. So, ich hab dich besiegt. Oh, ausgezeichnet. Das findest du toll, oder was? So, Supertrank. Dunas. Schluck es. Erika! Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich! Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen! Ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut! Ich werde ohnehin nicht verlieren. Sei dir gar nicht so sicher, meine Liebe. Du wirst nämlich verlieren. Erika möchte kämpfen. Erika setzt da 10 Jahre ein. Oh... Ja, vielleicht sollte ich mir auch nicht so siegessicher sein. Zumindest nicht mit meinem Fukano. Das vergiftet ist. Nein! Nein! Nein, nein. Juhu. Wisst ihr was? Wofür habe ich den eigentlich? So. Oh nein. Es wickelt immer noch. So. Und wickelt's wieder? Nein, sie benutzt einen Supertrank. Wow. Wow, ich kann angreifen. Das benutzt wieder Wickeln. Das könnte ein sehr interessanter Kampf werden. Ich kann Glut benutzen, sehr schön. So, damit wäre das Azenia ja auch besiegt. Tangela, damit kann ich gut leben. Das kann aber auch Wickel, oder? Das wird's wahrscheinlich auch benutzen.
Ja. Flammergriff. Ja, das ist sowas ähnliches, ne? So, das wäre damit auch erledigt. Giflor. Nein, ich schaffe das. Ich bin ein großes Tunas. Liebhaberin, Dings da. Liebhaberin? Was zur Hölle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tunas? Nein, ich sterbe. Giflor schlägt um sich. Ja, hier hast du Body Slam. Sei mal paralysiert oder sowas. Du tötest mich jetzt, oder? Nein. Ich töte dich. Und sterbe dann am Gift gleich. Egal, vorher noch Level 36 erreicht. Ui. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Schlüsselgewinn 2871 Pokédollar. Der Farborden des Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. Das ist Megasauger. Dein Pokémon lebt für KP in dieser Attacke dem Gegner abzieht. Das ist schön. Lass mich ran, das funktioniert nicht. Nein, schade. Dann hätte es das liebe Dunas vielleicht noch überlebt, aber so geht es gleich. Dunas wurde besiegt. Drauf. So. Ups, da wollte ich nicht rein. So, dann laufen wir jetzt in Ruhe zum Pokémon Center zurück. Heilen unsere Pokémon, legen wieder den unnötigen Kram ab. Ja, und dann ist die Folge auch schon fast zu Ende. Wir haben gewonnen, wir haben den vierten Orden. Können wir hier nochmal betrachten. Juhu. Farborden, der sehr farbig ist gerade. Um es da so auszudrücken. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. So. PC von Dose. Zugriff aufs LAN-System. Ablegen. Das. So. Raus hier. Wir gehen jetzt noch eine Sache erledigen. Wir gehen hier durch. Oh, ich bin an dem Verdursten. Na was? Das Getränk ist für mich. Vielen Dank. Gluck, gluck, rülps. Entschuldigung, wenn du nach Saffronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Schön. So, wo war denn das Haus, das ich rein wollte? Ach, du stehst noch davor, ne? Was willst du noch? Hau ab. Jo, ich hau schon ab. Ich mach mich schon aus dem Staub. Hier, siehst du, aus dem Staub gemacht. So, zurück nach Lavandia. Ein bisschen schneller, wenn es geht. So, jetzt gehen wir nochmal schnell hier einkaufen. Warum hier? Keine Ahnung. Kauf. Supertrank. Ein paar wieder, ne? Wir haben ja ein paar gebraucht. Superschutz, gegen Feuer als Fahrer. Ja gut, egal. So, und das nächste Mal sehen wir uns da drin wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.